Was sind das? Hubschrauber. Die haben uns nicht mal gesehen. Jetzt sind sie wieder nicht mehr verfolgt. Jetzt wieder. Help us! Hey, ihr Hubschrauber, die mich unmöglich hören können. Wow. Karen ist nicht so super schlau. Okay. Ich nehme also Frauen können doch lustig sein. Ich dachte immer, Frauen können nicht lustig sein, aber ich nehme alles doch, Frauen können. Sie hat sofort ihr Bein verbunden. Das Geräusch. Gibt es eigentlich so richtig schlechte Frauen-Comedians in Deutschland? Nee. Nein, mir fällt also so richtig, weil mir fallen immer so Mario Barth und hier der Kristall, wie er jetzt heißt, und die fallen mir so ein, aber... Du weißt, dass kürzlich Cindy aus Marzahn ihr Comeback gefeiert hat, ja? Ja, okay, du hast da also mein Argument einfach mal... Dankeschön. Gehört. Gut. Naja. Aufmuntern oder ignorieren? Ignorieren's. Das, okay, komm, weißt du, das Problem ist jetzt, dadurch, dass Kies so abweisend ist, will Karen ihn jetzt natürlich umso mehr. Ja. Das ist, wie kann er nur so abweisend sein und doch so begehrenswert? Why me? Weil sie ist gestolpert und ihr Rektor sagt, why me? Warum bin ich wieso, schnödes Schicksal? Los, raus aus dem Ding. Wissen Sie, dass er sich auszieht? Ich glaube, sie meinten runter von der Brücke. Ja, wahrscheinlich. Aber los, raus aus dem Ding klingt wirklich viel. Oh, da wollte ich gerade rein. Cool. Wow. Jesus. Alter, holy shit. Ja, jetzt wäre der Moment zur Flucht. Und wohin? Springen. Ja. Ja, spring doch da mal rüber. Achso, das geht aber. Nee. Keith, hast du dich verletzt? Why me? Weil das ist immer noch auf dem Boden. Why, Gott, why? Wo kann ich denn da vielleicht das Auto schieben und dann als... Als Brücke? In den Bus. Nee, in dem Bus ist eine besonders gute Idee, damit ich mit ihm runterfalle. Dann absorbiert er den ganzen Schaden. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass er gerade anders gefallen ist, weil er anders stand gegenüber der... Ich glaube, ich bin gerade gesprintet und deswegen ist er dann so einen Purzelbaum gemacht. So. Ist übrigens ein sehr kleines Auto. Also ich meine, nicht unmöglich los, Karen. Klein, aber los, Karen, in den Sonnenuntergang. Aber kann ich mich irgendwie hier dranhängen vielleicht? Ja, ich würde mich eher mal umgucken, ob es hier irgendwie vielleicht eine Möglichkeit gibt, sich irgendwo abzuseilen, runter... Ach stimmt, wir haben ein Seil. Ja, also haben wir das noch? Ja, sie hat gesagt, sie hat ein Seil gefunden. Okay, ich meinte ja zwar eher sowas wie dir eine Kante suchen, wo du vielleicht irgendwo runterklettern kannst oder so, aber ja, ein Seil haben wir also, vielleicht ich auch. Ich habe doch kein Seil mehr. Sie meinte eigentlich, doch sie meinte aber gerade, sie hat eine Weile gebraucht, weil irgendwie ein Seil festbinden mussten. Ja, auf der anderen Seite meinte sie auch, sie ist nicht so mega schlau. Vielleicht meinte sie aber auch nur ihre Bandage, die sie am Bein hat. Ja, guter Punkt. Ja, ich würde mich umgucken, ob man irgendwo nach unten klettern kann oder so. Das war eine Laterne, die viel anderes kann es ja eigentlich nicht sein. Nein, ich habe nach links gedrückt, aber der ist halt an der... So. Da war eine Kante, wo er lang geslidet ist. Das ist leider passiert, bevor ich darauf reagieren konnte. Ihr müsst euch jetzt auch immer denken, ne, diese Steuerung ist jetzt nicht so unfassbar direkt. Ey. Stell dich mal direkt vor Karen, also wirklich so 5 cm vor Karen und brüll ihr ins Gesicht. Wissen Sie? Karen? Karen ist schon unten. Hey! Brüllst du dir gerade den Schritt? Hey. Um zu gucken, ob ein Echo entsteht? Sie winkt! Ja, yo! Yo, Dude! Also, ich will das eher. Ah, ich weiß was! Ich weiß, was wir machen müssen, glaube ich. I think I have an idea. Ja. Und dieser Bus wird doch bestimmt jetzt so stehen bleiben. Nee. Das war beim letzten Mal schon nicht. Damn it. Was du tun könntest, ist, du könntest versuchen, Karen als menschliche Brücke darüber... Das ist eine gute Idee. Die wäre einfach wie Ameisen. Du musst jetzt hier ein paar Mal springen, damit dieser Teil der Straße an die andere rankommt. Da ist halt wieder das Problem, dass ich nicht manuell springen kann. Auch guck mal, da war doch so eine Schanze, in der ich... Ja, man soll bestimmt... Da geht's doch bestimmt lang. Das ist doch so eine Unterführung. Diese einzelnen Schritte als einziges Geräusch fast in diesem Spiel. Ja, aber ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde es irgendwie atmosphärisch, dass es so ruhig ich auch. Ist. Ich finde es soll doch gar nicht als Kritik sein. Es hat was sein. Schwelendes. Hey. Warte mal. Ah. Ja gut, das ist vielleicht der bessere Weg. Los, Karen, lass uns shoppen gehen. Wenn sie jetzt zur Earth Defense Force wird. Insekten. Aber als normaler Bürger. Ich möchte, ehrlich gesagt, ich habe schon immer darüber nachgedacht, was ich gerne mal spielen würde oder vielleicht sogar designen würde, wäre ein Spiel, in dem du... In dem gibt es halt irgendwie so einen zentralen Superhelden, irgend so einen komischen Platinum-Hauptcharakter, bla bla. Und du spielst Schütze Arsch, der auf seiner Seite ist, weißt du? So nach dem Motto. So ein Soldat in Vanquish. Ja, aber nicht so ein Gegnersoldat, sondern ich meine jetzt sowas wie, eben genauso.
Master Chief macht seine Kampagne und du bist irgendwo Schütze Arsch, der die ganze Reise mit ihm macht und der im Hintergrund immer die Fäden ziehen muss, damit seine Abenteuer gelingen. Das ist eher die Hackerin in Vanquish. Ja, okay, aber das ist schon wieder zu zentral. Ja. Weißt du, so einfach so. Was ich cool finde, ist sowas wie zum Beispiel, hast du das Spiel zu der Pate gespielt? Ja, das erste, das mochte ich ziemlich gern. Ja, ich mochte das auch gerne. Und was ich da mochte ist, du hast diese ganzen Events im Film gemacht, die im Film super wichtig waren, aber keiner wusste, wer sie gemacht hat. Du hast den Pferdekopf ins Bett gelegt, du hast Don Vito ins Krankenhaus gefahren, das warst immer du. Mhm. Und ich wäre gerne mal so der, halt so ein bisschen das, was Eddie Riggs in Brutal Legend ist, der Roadie. Ich wäre gerne derjenige, der im Hintergrund die Fäden zieht, damit die Helden Erfolg haben. In dem Spiel. Das würde ich ziemlich cool finden. Ich muss noch mal kurz irgendwas. Ich hoffe sehr, hier gibt es Zeitreisen. Weil auch bei ihr, sie hat gerade auf ihr Flugticket geguckt und auch da war das Datum irgendwie einen Tag zu weit nach hinten oder vorne. Die einfachste Antwort ist, dass sie einfach beide. Aber warum sollten sie beide einen Tag lang ohnmächtig gewesen sein? Ich hoffe sehr, dass es eine Zeitreise erdbeben gewesen. Ich glaube, die Regierung ist eine Verschwörung. Oh, bitte. Ich glaube, es sind die Echsenmenschen. Oh, wenn das. Stell mal vor, nach 2 Stunden kommen dann plötzlich Aliens und dann. Oh. Wobei ich ja fast interessanter fände, wenn das so bodenständiger bleibt. Ne, da liegt eine Lupe rum. Also natürlich. Es ist fast so ein Point-and-Click-Adventure, ne? Ich möchte da gerade anmerken, die dritte Option gerade eben war anlegen. Ich weiß, das habe ich noch nicht gedrückt. Ich mag die Vorstellung, dass er das dann wie ein Monokel einfach die Lupe so im Auge trägt. Boah, das sieht echt cool aus mit dem Rad da hinten. Das ist wirklich cool. Das würde ich gerne mal Current Gen sehen. Einfach, ja, eine Fortsetzung davon Current Gen. Das Spiel gibt es tatsächlich auch über PS3, einfach re-release, aber nur in Japan. Ja, aber ich meine wirklich was Neues. Ja. Oder so eine Art von Spiel könnte ich mir fast für VR vorstellen. Mhm. Das könnte ich mir auch vorstellen, wenn du selbstständig so Sachen auch unter dir runterfallen. Ja, einbrechen und wahr und du musst halt wirklich. Das Problem bei VR ist nach wie vor die Bewegung. Ja. Und das ist eine Sache, wo ich ein Problem sehe, weil in dem Spiel hier ist Bewegung ziemlich wichtig. Aber prinzipiell könnte ich mir das ziemlich cool vorstellen. Ja, es ist immer einfacher in VR, wenn du in irgendwas drin sitzt. Irgendeine Form von Vehikel. What? Schildkrötenkompass. Ja. Ach ja, ist ein Kompass. Ein Schildkrötenkomp. Neuen Kompass von. Das beste Customizing. Klar. Das ist jetzt auch wirklich nur Customizing, ne? Weil er zeigt ja immer noch nach oben. Wir werden alle sterben, aber wenigstens ist mein Kompass fucking cute. Karen. Wirklich cute. Ich habe einen Kompass gefunden. Karen? Naja. Oh, hi. Karen hat panische Angst vor Schildkröten. Wusstest du nicht? Oh, fuck, kann ich doch hier gar nicht. Ja, Schnappschildkröten sind auch voll gefährlich, also zu Recht. Ich dachte, sag jetzt, zeig mir mal das Kompass. In this area, I know. Danke dafür, Karen. I think there's a convenience store here. Das konnte ich nicht übersetzen. That's it. Also, da ist ein Convenience Store. Okay, danke. Untertitel Karen. Auf der Karte ging bestimmt nicht einfach. Warte mal, ich kenne die Gegend hier. Hier ist ein voll gutes Nagelstudio. An der Stelle habe ich mal meine Mikrowelle reparieren lassen. Und in dem Restaurant musst du aufpassen, da hatte ich meinen Schneckensalat. Oh, das sieht komisch aus. Ist das der Bus? Das ist der Bus? Die Tür ist nur noch ganz verbogen. Es scheint, als können sie aufgebrochen werden. Ich brauche irgendein Werkzeug. Benutz Karen. Oh, aufteilen, suchen? Was ist denn suchen? Lass uns aber suchen, dass wir hören können. Oh, könnte ich die jetzt wegschicken, um dass die mir was sucht? Wenn ich aufteilen drücke. Aufteilen. Wir trennen uns am besten. Okay, das ist eine gute Idee. Ruf mich, wenn du was findest. Ah, oder ich kann die hier. Wahrscheinlich ist es hier sicher. Und ich kann sie irgendwie hier in Sicherheit zurücklassen, während ich jetzt nach einem Werkzeug suche. Vielleicht? Eventuell? Da kann ich durch. Das ist eine gute Frage. Aber ich weiß nicht. Vielleicht musst du sie ja gar nicht beschützen. Wahrscheinlich ist sie wie Ellie in Last of Us. Sie ist verschwunden. Ja. Ich glaube, sie ist verschwunden. Nein, sie sucht. Naja, aber sie war gerade noch hier. Jetzt ist sie nicht mehr hier. Aufteilen bedeutet, Karen geht ab jetzt ihren eigenen Weg. Karen hat sich aufgeteilt in 2. Aufteilen und plötzlich spaltet sich dein Charakter. Ich vermute mal, dass wir die Lupe nicht benutzen können, um diese Tür aufzustemmen. Na, das ist Karen. Ach, guck mal, da ist so eine offene Dings hier. Da wollte sie gerade hin. Pech gehabt. Das ist unsere Ambulanz, Bitch. Oh. Jawohl. Verbandsmoll? Nehme ich. Now for a Stiver Island Earthquake Update. The government announced it was a magnitude 6.0.
Well done. Well done, Earthquake. Many experts have their own theories and are questioning the government press release. Rescue operations are being conducted without trouble. And about 280 citizens have been rescued. Von 13.000. Die wollten bestimmt Zeitreise-Experimente vertuschen, ich sag's euch. Erinnert mich an eine Sprecherin aus Middlewolf Chaos. Sehr ähnlich. Anlegen. War angelegt, stand da gerade. Naja, wie auch immer. Jetzt kannst du boxen, mehr Schlagschaden. Robin, ich will dich nochmal darauf hinweisen, dass du bald wieder was trinken musst. Dankeschön für den Tipp. Ich warte kurz, bis ich noch einen habe. Ich fühle mich extrem unnütz, aber wenigstens kann ich ab und zu sagen, dass Robin was trinken muss. Patrick James Park. Auch in echt. Memorial Park was, von Junge. Stiver Einsel. Fragezeichen? Flughafen Inselbrücke. Na gut. Meinst du, da oben liegt was? Das ist so eng. Wenn du da jetzt so einen Block reinlegst, dann kommt so ein kleines Viech und gibt dir einen. Haha! Ganz oben ist auch die Statistik, wie viele Leute schon online gestorben sind in diesem Spiel. Also wie viele Referenzen kriegen wir noch rein? Oh, guck mal, hört man aber den Wind. Sokoban. Ja, weil es ist schon sehr hoch jetzt. Hey! Komm mal, Karen! Komm mal, Karen! Ja, genau. Karen! Aber dass da auch noch die Kamera mal nach unten geht, ist echt weird. Hui. Ja, schön, dass meine Referenz hat keiner verstanden, weil es aus Dark Souls 2 ist. Was war, doch, die haben ja, ihr habt die natürlich verstanden, weil ihr seid ja auch Nerds. Nein, die anderen auch. Nein, die Hook-Community sind keine Nerds und die Time to 3-Community sind auch keine Nerds. Das sind auch keine Nerds, das sind erfolgreiche junge Menschen. Nerds. Erfolgreiche junge Nerds. Over here. Oh, Karen, hast du wirklich was gefunden? Siehst du das da drüben? Was? Es ist Wasser. Ich glaube, sie führt dich jetzt dahin. Okay. Nee, doch nicht. Zu nützlich. Was meinst du? Karen ist wie Lassie. Hast du irgendwas? Ach, da, siehst du? Doch. Ah, sehr gut. Ist das ein Schraubenschlüssel? Oh. Leuchtfackel. Damit kann ich ja diese Tür gar nicht aufmachen. Ich krieg's mal an. Oh nein, da wird direkt benutzt dann. Hallo. Keith, könntest du mich von deinem Gesicht bitte weghalten? Ich glaube, die hätte mir nützlich werden können irgendwann. Vielleicht gibt's sie immer noch. Gegenstand verstauen, ja. Okay, sehr gut. Ja, steck die brennende Fackel ein. Das ist okay. Das wäre sehr lustig, wenn du jetzt wow. Oh, Cool. Achso. Ah, okay. Das ist nur die Überflutung. Hätte mir aber trotzdem Sorgen gemacht. Ich fülle mal kurz die Wasserflaschen auf. Ikit, das ist Meerwasser. Nee. Das würde ich nicht machen. Echt? Hat er gesagt? Speichern? Da sagt er, vergiss es. Das ist ja Meerwasser, stimmt. Nee, ich bin auf zurückgegangen, lieber speichern. Okay, jetzt nehmen wir mal kein Meerwasser, oder? Aber interessant, dass die Unterscheidung dann auch gut. Framerate. Irgendein Handy klingelt gerade. What? Ich glaube, dein Handy hat gerade geklingelt, Tom. Nee. Irgendwas hat er gerade vibriert, was meinst du? Also wenn es einmal vibriert hat, dann kann es nicht sein. Mein Handy liegt hier irgendwo rum. Boah, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, unter der Packung, oder? Dankeschön. Vielleicht kann einer von euch kurz weiterlaufen? Guck doch nur kurz, ob du den Anruf war. Ja, war's. Anruf von Karen. Warum hast du mich hier zurück? Unbekannt bekommen. Da würde ich mal am liebsten kurz zurückrufen, weil ich weiß nicht genau, wer es ist. Na gut, dann ruf doch mal kurz zurück und dann machen wir danach gleich weiter mit SOS. Ein Häuschen, genau. Da sind wir wieder. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem passenden Werkzeug, um in diesen Bus zu kommen. Und es ist ja schön, wenn wir eine Wasserquelle finden, die kein Meerwasser ist. Das muss man am Rande. Ja, man muss halt, also in Zeiten von Katastrophen muss man auch oder mal eine Filteranlage. Guck mal, was ist das denn hier? Ah. Das Wasser sollte eigentlich trinkbar sein. Ist es aber nicht. Du trinkst es und bist tot. Das Wort eigentlich, ja. Ich meine, wir haben Handschuhe an. Da sind wir doch eigentlich sicher vor allem, oder? Ja, es desinfiziert automatisch. Und? Mann, das habe ich überhaupt. Weißt du, wenn Quiet durch ihre Haut atmen kann, dann kannst du auch durch deine Hände trinken. So. Rückblickend hätte ich lieber einfach Karen vorgeschickt. Karen, dieses Wasser sollte eigentlich trinkbar sein. Okay. Willst du noch speichern? Auf jeden Fall? Oder? Ja. Nicht so einfach. Ich finde es schön, dass ich hier bin, um einfach das Tempo aus diesem ohnehin nicht temporeichen Spiel noch mehr rauszunehmen. Aber, hey, willst du noch speichern? Auf lange Sicht sparst du ja damit Zeit. Weil wenn man dann irgendwann mal merkt, oh, wir haben nicht gespeichert. Ja. Oh, japanische Spiele. Dass die mal alles immer bestätigt haben müssen. Achso, ja. Ich dachte jetzt wegen Kreis. Und nee, Speichermenü verlassen, ja. So. Das ist halt das Schlimme. Das ist auch der Grund, warum ich Nier Automata eine 2 von 10 gebe. Ist einfach dieses kein automatisches Speichern und so. Das ist echt übel. Ja. Und das sagt es einfach überhaupt nicht. Ja, nee, auch ohne Vorwarnung. Nicht eine Vorwarnung dafür. Außer vielleicht 15, bevor das Spiel losgeht. Ja, aber die gelten nicht. Die gelten natürlich nicht.
Aber ich mochte die Anmerkung, spiel das Spiel, um rauszufinden, wie du speicherst. Oh, cool. Okay, danke. Da liegt jemand auf dem Boden. Ich glaube, er ist tot. Das habe ich gar nicht erkannt von hier, dass das jemand sein soll. Lebt er? Oh, Verzeihung. Nee, es war schon dein Job. Das ist gut. Kein Puls. Also? Ich habe gefragt, ob er lebt. Nicht, ob er einen Puls hat. Ja gut, dann fahren wir lang. Oh Gott, wenn ich so rede, fühle ich mich wie Thea aus. Thea. Yeah, da haben wir's. Ja, man sieht sie sogar im Rucksack. Yugi, guck mal, man sieht das Brecheisen rausgucken. Seht ihr das? Bitte? Das, man sieht das Brecheisen rausgucken. Yugi, cool. I'm pregnant and Bakura's the no fucking way. Blue gas. Eigentlich muss man ja voll seinen Spaß haben, wenn man sich so Firmennamen für Spiele ausdenkt. Aber da gehst du bestimmt auch immer mega Gefahr, wenn du so Wortspiele in diese Richtung gehst, dass es das einfach tatsächlich irgendwo gibt. Ja. Deswegen ist es oft so total bland. Ach, guck mal, es sind separate. Und wie interessant visualisiert alles. Ja, ne? Ja. Oh. Wow. Erdbeben! Ja, aber wie er es benutzt hat, ja, er hat es hat er ganz schnell wieder eingestellt. Ich würde jetzt sagen, dass sie das alles sehr geschickt umgehen, aber bleiben wir bei sie umgehen. Also. Ja, sie umgehen ist auf jeden Fall, ja. Geschickt wäre jetzt auch nicht das Wort, Saft. Das ich benutzen würde. Lecker Saft. Steht den Durst gut. Hey Karen, dieser Saft sollte eigentlich trinkbar sein. Wow. What? Sie sind verhaftet, sie sind ins Postal gebrochen. Wir haben das mit der Brechstange gesehen. Ich glaube, ich habe das Erdbeben gefunden. Sie waren in einem Bus eingeschlossen. Da ist gerade Lee, der von der Polizei weggefahren wird. Ja, das war eine komische Kameraeinstellung. Und das war eine komische Referenz von Tom. Jetzt haben wir ein bisschen bedrohliche Musik. Kommen die Polizisten, wird's gefährlich. Nope. Das ist ein sehr kontroverses aber Statement. So schön, ne? Zurückhalten. Schieberätsel. Ah, gut. Sokoban. Wow. Oh, wow. Hä? Das ist einfach ein neues Erdbeben jetzt. Naja, es gibt die ganze Zeit ja Nachbeben. Oh, Jesus. Aber du bist ja gerade einfach nur, du bist ja auf nichts, was sich so bewegen. Oh, fuck. Oh, fuck me. Oh, krass. Ich glaube, ich muss mich beeilen. Ich glaube auch.